Der Schwarm zerstörte unsere Welt. Unser stolzes Volk musste fliehen. Und doch konnten sie unser Band nicht zerreißen. Denn uns verbindet die Kala, die heilige Einheit eines jeden Gedanken und Gefühls. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von StarCraft Legacy of the Void, der dritte Teil der großen StarCraft 2 Trilogie. Diesmal nach den Terranern und den Zergs sind endlich die Protoss dran. Und für alle, die gar nicht so genau wissen, um was es geht, kommt jetzt nochmal eine Zusammenfassung und dann sehen wir uns in der ersten Mission, denn wir können hier einmal die Hauptkampagne anwählen und den Prolog und wir starten natürlich mit dem Prolog. Also, bis gleich. 300 Jahre lang glaubten die Menschen im Corpolo-Sektor, sie wären allein. Das war ein Irrtum. Die Zerg kamen und verschlangen alles in ihrem Weg. Es dauerte nicht lange, bis die höchst fortschrittlichen Protoss die verseuchten Welten zu Asche verbrannten. Samt Zerg und Terranern. Ein Krieg mit drei Parteien, die ihn die Menschheit noch nie erlebt hatte, brach buchstäblich über Nacht aus. Unterdessen tobte auch Bürgerkrieg unter den Menschen. Marshal James Rayner schwor, Diktator Arcturus Mengsk zu stürzen, als dieser seine große Liebe verriet. Sarah Kerrigan. Jungs? Wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen sie uns aus dem Orbit. Sofort! Kerrigan, eine loyale Agentin, wurde den Zerg ausgeliefert. Doch die Zerg töteten sie nicht. Sie verwandelten sie und entfesselten ihre enorme psionische Macht gegen den Corpolo-Sektor, während sie weiter nach ihrem eigentlichen Ziel suchten, der Heimatwelt der Protoss, Ayur. Die Protoss ahnten nichts von dieser Gefahr und reagierten nur langsam. Ihre Regierung, die Konklave, entsandte Exekutor Artanis, um Tassadar zu jagen, welcher die Auslöschung der verseuchten Terraner-Welten verweigert hatte. Sie trafen auf einen der dunklen Templer, welche bei der Konklave als Ketzer galten. Mit viel
Anstrengung überzeugte Zeratul, Tassadar und Artanis, dass er nicht ihr Feind war. Zusammen führten sie Protoss beider Fraktionen gegen die Zerg. Trotz des Zorns der Konklave errangen sie bedeutende Siege gegen den Schwarm. Doch als Zeratul einen Zerebraten des Overminds vernichtete, legte er seinen Geist offen. Aus seinen Gedanken erfuhr der Overmind Ayurs wahre Position. Der Schwarm stürzte sich auf die Heimatwelt der Protoss mit all seiner Macht. An jenem Tag war es Tassadar, der die Protoss vor der Vernichtung bewahrte. Er kombinierte die Macht der Templer und der dunklen Templer und opferte sich, um den Overmind zu töten. Ayur war verloren. Doch Artanis führte die Überlebenden auf die Heimatwelt der dunklen Templer, Shakuras. Alte Vorurteile wurden abgelegt. Die Templer standen nun in der Schuld ihrer dunklen Brüder. Ohne den Overmind zerbrach der Schwarm. Doch Kerrigan griff nach seiner Kontrolle und holte sich dazu selbst alte Feinde zu Hilfe. Irena, Mengsk und Zeratul. Nachdem sie ihre Herrschaft zementiert hatte, verriet die Königin der Klingen jeden Einzelnen. Milliarden Menschen und Protoss starben. Niemand stand mehr gegen die Zerg. Doch zu aller Erleichterung schien der Krieg damit beendet. Zeratul vermutete, die Zerg seien unter die Kontrolle dunkler Mächte gefallen. Er entdeckte Prophezeiungen, dass ein uraltes Wesen, Amon, Zerg und Protoss zu schrecklichen Hybridwesen verschmelzen wollte. Und dass dieses Böse Kerrigan vielleicht bereits kontrollierte. Zur selben Zeit wurde der als Held angesehene Exekutor Artanis zum Anführer sowohl der Templer als auch der Nirazim bestimmt. Als Hierarch vereinte Artanis beide Fraktionen und versprach ihnen wieder zu dem Ruhm zu verhelfen, den sie auf Ayur verloren hatten. Rayna schwor, Kerrigan zu töten. Doch sein Vergeltungsschlag scheiterte. Selbst seine Rebellion gegen Mengsks Tyrannenherrschaft erwies sich als ineffektiv gegen den Propagandaapparat der Liga. Nur durch die Ankunft alter Freunde und neuer Verbündeter hauchte Rayna seinem Feldzug neues Leben ein und errang einige wichtige Siege an mehreren Fronten. Zeratul warnte ihn vor der kommenden Dunkelheit. Er erzählte ihm, der Schlüssel, Amon zu stoppen, sei die Königin der Klingen. Sie müsse leben. In einem waghalsigen Angriff auf die Hauptwelt der Zerg, Char, nutzten Rayners Streitkräfte und die der Liga, angeführt von Arcturus' Sohn Valerian, ein uraltes Xel'Naga-Artefakt, um Kerrigans Macht aufzuheben und sie aus Amons Griff zu befreien. Die Königin der Klingen war hilflos. Die Liga wollte sie tot sehen. Doch Rayna konnte das nicht zulassen. Alles wird gut. Ich hab dich. Valerian Mengsk gewährte ihnen Zuflucht, doch sein Vater konnte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Während des Übergriffs wurden beide getrennt. Kerrigan konnte fliehen und Rayna. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Kerrigan war auf Rache aus. Sie zog aus und verfolgte ihre Stellung als Königin der Klingen. Unter Zeratuls Führung versammelte sie die Zergfluten und herrschte erneut über den Schwarm. Nur diesmal frei. Das Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Kerrigan nahm das Militär der Liga auseinander, Mission für Mission. Und zu ihrer Überraschung erfuhr sie, Rayna war noch am Leben. Sie nahm Kurs auf Kor'hal, Mengsks Hochburg. Und trotz seiner besten Truppen und Fallen nahm sie ihm persönlich das Leben. Zum Feiern blieb jedoch keine Zeit. Amons Plan schritt unvermindert fort. Kerrigan verließ Rayna und begann mit der Jagd auf ihren wahren Feind. Er und Valerian Mengsk bauten die Liga wieder auf. Mit einer gerechten Regierung. Ohne weitere Bedrohung durch die Zerg und Terraner sah Hierarch Artanis eine Chance gekommen. Er erklärte, dass die vereinigten Protoss aus Templern und dunklen Templern Ayur zurückerobern würden. Kritische Stimmen gingen in der großen Hoffnung unter. Zeratul hingegen setzt seine Suche nach der Wahrheit weiter allein fort. Er hofft, der Hierarch begeht keinen schrecklichen Fehler.
Befehl gesagt, ist Amon, der dunkle Gott, zurückgekehrt. Die letzte Hoffnung für unsere Galaxie liegt in den Händen der Xel'Naga. Nur ein Teil der Prophezeiung hat sich noch nicht erfüllt. Auf der Welt, in der Amon zu neuem Leben erwacht, wird das letzte Licht offenbart. Es gibt ein Wesen, das diesen Ort kannte. Eine Kreatur namens Samir-Dua, den Terranern bekannt als Narut. Dieses System birgt eine lang vergessene Möbius-Einrichtung. Ich hoffe, dass Naruts Geheimnisse noch verwahrt sind. Zeratul, es ist mir eine große Ehre. Ich bin Praetor Talis. Ich ersuche euch ergebenst um eure Hilfe. Eine unbekannte Macht hat Templer aus unseren Koloniewelten entführt. Meine Truppen konnten sie zu einem Terraner-Labor zurückverfolgen. Doch wir werden vom Schwarm angegriffen. Der Schwarm? Ich bin auf dem Weg. Möge Adun euch bis dahin verbergen. Unsere Brüder werden in verschiedenen Laborbereichen gefangen gehalten. Wir müssen sie befreien, bevor der Schwarm die Einrichtung überrennt. Zeratul, ich dachte doch, dass ich deine Präsenz gefühlt habe. Aber lass uns gleich zum Punkt kommen. Was willst du hier? An diesem Ort befinden sich Informationen, die ich suche, sowie gefangene Protoss. Ich habe vor, beide aus der Gewalt der Terraner zu befreien. In dieser Einrichtung wird Amons Hybridenarmee gezüchtet. Mein Schwarm wird sie von der Oberfläche tilgen. Aber ich weiß, dass dich das nicht aufhalten wird. Also lass es mich deutlich sagen. Komm uns nicht in die Quere, Zeratul. Seid unbesorgt, Talis. Wir werden eure Krieger nicht ihrem Schicksal überlassen. Wenn wir schnell und überlegt vorgehen, können wir dem Schwarm ausweichen. Ausgezeichnet. Ich habe unseren Nexuspunkt für eure Ankunft vorbereitet. So, da wären wir. Meine Basis, der Nexus. Und direkt hier einen Patronen rauspushen. Die gefangenen Templer befinden sich direkt vor uns. Macht eure Klingen bereit, Krieger. Meine Klingen sind immer bereit. Ja, alles verlernt. Früher war ich wirklich mal unverschämt gut in dem Spiel. So richtig gut. Pylon hier drüben hin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kerrigan wird den Schwarm aussenden, um die Reaktoren der Basis zu zerstören. Wir müssen unsere Brüder befreien, bevor das passiert. Dunkler Prälat! Wir werden die Angriffsroute des Schwarms überqueren müssen, um die Gefangenen zu erreichen. Rückt erst vor, wenn es sicher ist. Kontakt mit den Zerg muss um jeden Preis vermieden werden. Okay, Kerrigan hat hier eine ganz schöne Basis hochgezogen. Hier sehen wir die Schneise. Sie will einmal hier durch rüber zu dem Generator. Den müssen wir halten, denn sonst können wir hier drüben unsere Leute nicht retten. Gut, werden wir hinbekommen. Also wie gesagt, ich bin ziemlich eingerostet, aber ich war mal extrem gut in dem Spiel. Und wir spielen hier die erste Mission auf normal. Und ich denke mal, sobald ich wieder drin bin, die Hotkeys wieder so ein bisschen erlernt habe, werde ich hochstellen auf schwer, denn normal ein bisschen zu leicht für mich. Aber jetzt erstmal hier wieder ein bisschen reinfinden. Wir brauchen Sonden. Die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist auf jeden Fall erstmal alles. Oh, cool. Ein Warptor können wir direkt hier machen, ohne es erlernen zu müssen. Hier nochmal beschleunigen und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt auf ein wenig Vispien. Der Schwarm bereitet sich auf einen Angriff vor. Krieger, haltet euch von den Zerg fern. Ja, die Zerg. Und wir haben gar nichts hier. Na, mal sehen, was wir bauen können. Das kriegen wir schon hin. Easy. Diener, rückt vor. Lasst keinen dieser erbärmlichen Hybriden am Leben. Okay, die Zerg lassen uns in Ruhe.
Die wollen hier zu den Terranern hin. Ja gut, dann bleiben wir hier im Verborgenen. Ich mache mir hier meine kleine Armee und dann überrennen wir sie, wenn niemand damit rechnet. So, hier nochmal beschleunigen. Zack. Zack. Warpen wir die Dinger. Pylon, auf jeden Fall Pylon. Und wir brauchen Dickwispin, denn wir wollen ganz viele Hetzer machen. Tja, war ziemlich viel Story am Anfang, denn wir spielen hier den dritten Teil von StarCraft 2 und man muss schon wirklich die Welt kennen, die Geschichte, das Universum, die Charaktere, denn sonst wird es schwierig, hier durchzublicken. Alles klar, ihr hier seid die 2 und wir machen ganz schnell Boing, Boing. Und komm schon, ich will noch ein Boing. Boing, so. Und sobald es geht, hier wieder welche, damit wir hier voll machen. Mineralienmanagement, aber es läuft gut. Es läuft wirklich gut. Ja, ich persönlich bin riesiger Fan. Ich liebe die Reihe. Ich liebe alle Blizzard-Spiele, aber eben besonders die Strategiespiele und die sterben ja aus. Angeblich soll dieses Spiel hier das letzte sein, das Blizzard entwickelt. Wäre schade, aber immer weniger Leute haben die Nerven und das Interesse dafür. Keine Action. Zerstört die Protoss-Basis. Ruhm unserem Meister. Ohne Ballern. Ohne COD, ohne mich. Die Leute wollen mehr Assassin's Creed und mehr COD. Und weniger anspruchsvolle Spiele. So sieht leider die bittere Wahrheit aus, auch wenn immer alle sagen, nee, bringt uns doch mal irgendwas anderes, nicht immer nur AC, Far Cry und COD. Oder ein Battlefield. Die Zerg sammeln sich. Sie werden in Kürze angreifen. Aber leider will niemand etwas anderes kaufen. Und man kann hier nicht sagen, dass dieses Spiel schlecht ist. Das Spiel ist wirklich verdammt gut. Verdammt, verdammt, verdammt gut. Zerstört den Zentralreaktor. Okay, wir setzen eins hier drüben noch hin. Ich würde fast behaupten, wir müssen hier auf der Seite einen Defense machen. Okay, die greifen an. Schnell, Jungs. Oh. Transit. Gut, gut, gut. Dass wir sowas hier nutzen können. Ah, es würde sich anbieten, ein paar Berserker zu machen. Micromanagement. Weg, weg, weg. So, hier gebündelt. Immer schön gebündelt angreifen. Ja, früher war ich darin ultimativ gut. Also nicht wirklich Oberliga gut. Ah, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber ich habe alles verlernt. Wenn man Spiele nicht jeden Tag spielt und sich da reinfuchst, ist man ganz schnell raus. Eigentlich, wir müssten... Moment, wir können ja hier warpen. Müssen wir hier so einen rüberholen. Damit wir Pylone da drüben hinsetzen. Und apropos Pylon. Bitte einen noch hier hin. Und ich würde sagen, Photonenkanonen brauchen wir auch unbedingt. Und zwar hier. Denn wenn, kommen die wohl von hier. So. Und wenn ich schon dabei bin und ein bisschen Geld über habe, hier noch was hin und hier Gates. Und wir spielen es voll. Nice. Und wir machen alles hier auf die 2 und hier drüben. So, du kleines Ding, du. Moment, mit A? Aha. Nieder mit der Wissenschaft. Nee, also wie gesagt. Die Terraner stehen unter der Kontrolle der Hybriden. Sie sind willenlose Sklaven. Ich liebe die Spieler. Und ihr könnt auch einiges dazu auf meinem Kanal finden. Schaut es euch an. Wenn ihr schön hier in die Story reinfinden wollt, würde ich euch empfehlen. Weil die Zusammenfassung, die ist zwar relativ informativ und lang gewesen, aber natürlich gibt sie nicht alles wieder.
Noch nicht fertig. Hier noch eins. Dann sind wir hier durch. Ich brauche hier noch einen kleinen Pylon. Dann machen wir aus die hier noch ein Gate. Und ich neige dazu, mir hier noch ein paar von denen zu holen. Okay. Der nächste Pylon. Vielleicht hier noch einen hin. Ihr seid auf mich angewiesen. Mein Leben für ein Joghurt. Mann, hab ich Elan. Ich spreche ein wenig, Protoss. Gib mir. Ja, Hybriden. Auch keine neue Story. Kennt man ja. Dass hier schon ein bisschen gemischt wurde. Genug meditiert. Ey, schieb mal die hier nicht rum. So, stopp. Wir sammeln uns und ich neige noch dazu. Ich neige heute zu sehr vielen Dingen. Sowas hier zu machen. What? Ah, das kriegen die hin. Gut entschieden. Sehr gut entschieden, Kies. Oh, du weiser Kies. Du hast wieder alles kommen sehen, was eintreffen wird. Alright. Legen wir los. Blocken sie aus, die Verwirrung. Mach mal den da hinten. Space Marines down. Repariere unsere Truppen. Oh, wo geht's hier längs? Ach, da bin ich ja schon. Quick. Wir danken euch. Wir glaubten bereits, unser Ende sei gekommen. Was wisst ihr über diese Einrichtung, Berserker? Die Terraner. Sie folterten uns, führten Experimente an uns durch. Nur wenige von uns haben überlebt. Abscheuliche Gräuel dieser Art habe ich schon einmal gesehen. Doch Narut ist tot. Wer brachte euch hierher? Ich weiß es nicht. Prätor, erlaubt, dass wir uns euch anschließen. Wir möchten unsere ermordeten Brüder rächen. Dann macht euch bereit, Templer. Immer gerne doch. Willkommen im Team. Willkommen. Krieger, in der Nähe befindet sich eine weitere Zelle. Rückt vor und fordert Vergeltung. Eine weitere Zelle. Ach, hier drüben jetzt. Oh, nee. Komme ich da irgendwie sonst noch hin? Wir laufen mal hier durch. Jetzt habe ich hier schön meine Armee gebündelt. Heiler. Haben keine Chance gegen uns. Die Terraner verwenden Warp-Technologie. Das ist unmöglich. Unmöglich, perverse Schweine. Wir experimentieren mit Pylonen. Wir sollten diese Terraner ausschalten und den Pylonen für unsere Zwecke nutzen. Mit unserem Shit spielen die herum. Geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Ich kalibriere den Pylonen neu. Ich kann nicht glauben, dass es so primitiven Kreaturen gelungen ist, unsere Technologie zu manipulieren. Boah, wie nice. Wir haben hier Truppen bekommen. Gratis-Truppen. Ja, die Terraner klauen unsere Fähigkeiten. Alright, mischen wir sie auf. Die vier. Und wir sollten die Upgrades holen. Auch eine gute Idee. Das hier, das hier, das hier. Wir nehmen alles. Umso besser, umso besser. Mein Motto. Schön, schön, schön. Die werden sich bald in Bewegung setzen. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, wie komme ich denn hier durch? Ich könnte hier durch. Wir warten noch. Bis hier ein paar nachkommen. Was sich natürlich auch lohnen würde. Die Königin der Klingen befiehlt es. Wir machen hier eine kleine Basis hin.
So. Und so. Ein bisschen Verteidigung auch noch. Na, komm, hier noch einen hin. Und ich mache mir hier wieder ein paar von denen. Und ein Schwall von meinen Berserkern. Mein Leben für einen Joghurt. Boah, sind die schon hier? Sind aber schnell unterwegs. Dann gehen wir mal rüber. Oh, shit. Jetzt aber schnell. Lästig. Ich hätte mich porten sollen mit den Hetzern. Aber ich sag ja schon, ich habe alles verlernt. Ausgezeichnet. Durch die Zerstörung der Steuerung wurde eine Verbindungsbrücke zu unserem Nexuspunkt ausgefahren. Okay, wir ziehen mal die vier hier hin. Was machen die hier? Wollen die meine Basis angreifen? Ein kleiner, dreckiger Angriff von hinten. Oh, noch ein Bunker. Stopp. Ja, das schaffen die schon eigentlich, oder? Das schaffen die, das schaffen die. Hellion? Hellion? Gut. Ja, schön hier. Und hier wieder was hin. Können wir die machen? Ich glaube, einen Robodog kriegen wir hier nicht hin. So gesehen kannst du vergessen. Aber... aber... eine weitere Welle der Zerg sammelt sich. Vermeidet Kontakt mit ihnen, wenn ihr könnt. Oh, shit! No! Mein Pylon! Ich könnte hier noch eine Basis hinsetzen. Möbius Chor. Wir sind die endlose Flut des Todes. Okay, ich glaube, ich setze hier wirklich noch eine hin. Ich habe Geld, ich bin jung, ich bin gut aussehend. Ich mache alles so gut ich kann. Und hier noch einen hin. Dir gut. Nicht mehr viel Zeit, Ceratul. Ah, doch, sieht gut aus. Ihr wisst ebenso wie ich, dass Amon am Leben ist. Seine Hybriden zu vernichten ist nutzlos. Wir müssen die Xel'Naga erwecken. Sie antwortet nicht. Er nimmt ein Stein Vernunft an als ein Zack. Eine Zelle bleibt noch. Ceratul, lasst uns keine Zeit verlieren. Ja, aber man muss sagen, sie hat ja wieder ihren freien Willen zurück. Klar, komplett auf Rache aus, aber trotzdem nicht mehr unter der Kontrolle des Overminds. Bringt es mir irgendwas, das hier zu zerstören? Was haben wir hier Schönes? Oh, Zergs. Was genau treiben die hier? Ich will es gar nicht wissen. Ich will aber hier nochmal einen Pylon hinsetzen. Genau hier hin. Und ich hole mir nochmal eine Ladung von denen. Ich bin hier in den Schatten. Alright. Läuft. Läuft relativ gut. Von der Zeit her sieht gut aus. Oh, hier drüben ist noch ein Bunker. Packeln wir uns. Hellion. Matt. Gut, Bunker. Perfekt. Krasse Armee, wirklich krasse Armee. Bald einen weiteren Angriff starten. Ja, aber schau mal, wo wir sind, mein Freund. Wir stehen über dem Schwarm. Und zwar gewaltig. Alle, die an der Seite von Amons Hybriden stehen, verdienen keine Gnade. Verschlingt sie mit Haut und Haaren.
Ich muss sagen, die Zergs finde ich unheimlich grausam. Ich war schon immer ein Fan der Brutos, weil die haben was Nobles. Die haben einfach was Nobles und ehrenhafte Krieger. So. Unaufhaltbar sind wir hier unterwegs. Schön. Noch ein Pylon. Go. Ghost. Alright. Dann hauen wir die mal raus. What? Was war das? Beide Pylonen sind wieder unter unserer rechtmäßigen Kontrolle. Verstärkung wird herangeworfen. Okay, wir müssen jetzt hier hin. Moment, den können wir nutzen wie einen ganz regulären, oder? Weil, wenn ja, dann hau ich hier nochmal Verstärkung zu meinen Gunsten raus. Mein Leben für Ajur. Ah, da sammelt sich was. Also mittlerweile, wir haben hier schon eine ziemlich derbe, überkrasse Armee. Okay, weitere Upgrades gehen hier nicht. Brauchen wir auch nicht, denn es wird zunehmend schwieriger, ihre Verteidigung zu durchbrechen. Greift mit allem an, was wir haben. Die Hybriden sind frei. Vernichtet sie. Ja, das machen wir. Hier, Bunker down. Nice. Vier nachrücken. Ich liebe dieses Spiel einfach nur wegen der Story. Weil ich wette, die wird auch später wieder richtig geil. Ich finde sie ja jetzt schon gut. Aber die soll ja extrem diesmal in die Gänge kommen. Und die nächste Ladung, hier befreien wir sie. Nope, nope, nope. Ja. Wir danken euch, Brüder. Die Tal'Darin entführen Templer und liefern sie in den Labors der Terraner ab. Dort macht man aus uns Hybriden. Die Tal'Darin? Diese Ketzer haben sich bisher nie so nah an unsere Welten herangewagt. Dies ist unverkennbar Amons Werk. Templer, wo wurdet ihr festgehalten? In einem Xel'Naga-Tempel. Ungleich allen anderen, die ich je zuvor sah. Sie nannten ihn Eris, doch seine Position wurde vor uns geheim gehalten. Möbius und die Tal'Darin dienten beide Narut. Er hätte gewusst, wo sich der Tempel befindet. Das Atrias-System. Hier erwachte Amon wieder zum Leben. Tief innerhalb des Sigma-Quadranten. Bewacht von den Tal'Darin. Ihr halft mir bei meiner Suche, Zeratul. Nach den Regeln der Ehre bin ich euch nun dasselbe schuldig. Wir werden euch helfen, den Tempel einzunehmen. Yes, we did it. 18 Minuten, beinahe 19 Minuten eher. Ja. Was haben wir hier? Flüstern in der Dunkelheit. Ja, die Zergs haben wir ignoriert. Da wollte ich nicht drauf. Meine Streitkräfte haben einen Ort in der Nähe der Tempelanlagen gesichert. Wir sind bereit, gegen die Tal'Darin vorzurücken. Uns steht eine wahrhaft ruhmreiche Schlacht bevor, Bruder. Okay, aber nicht mehr hier in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt mit Bewertung unterstützen würdet. Natürlich auch gerne eure Meinung zu StarCraft, zu dem Spiel allgemein in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für euren Support und natürlich auch fürs Zusehen. Und tschüss!